Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade schon mal hier am Düngen. Feldarbeit, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Für was hat man Angestellte? Oder die Agrargenossenschaft, sagen wir mal so. Ich fahre mal hier die zweite Bahn. Hoffentlich richtig. Halbwegs. Und ich muss gucken, was ich mit den Steaks und den Würstchen mache. Bevor mir die vergammeln. Ich würde sie ja gern verkaufen. Aber ich kenne halt noch nicht die Höchstpreise. Ich meine, wir haben jetzt über 700 Euro für Steak. Das ist, glaube ich, ziemlich hoch. Aber ich wüsste halt nicht, ob ich es zeitlich noch hinkriege, vor der Ernte fertig zu werden. Also vom Schlafen sozusagen, die zu verladen und alles Mögliche. Wenn ich dann da stehe, die verladen habe, beim Aldi stehe und dann sagt der, nö, wir nehmen die nicht an, weil ist geschlossen, dann habe ich die A-Karte. Gut, dann bin ich hier gleich durch. Die Pacht von dem anderen Feld läuft aus. Das heißt, da werde ich dann nichts mehr machen. Kann ich gerade mal mit dem Diesel abklären. Klingelingeling. Diesel. Jo, Folge hier. Jo. Du, die Pacht von 129 oder was war das? 127, die läuft ja aus, ne? Ja. Heißt, wir haben nur zwei Felder zu bewirtschaften. Ja, das ist klar. Ich bin gerade ein bisschen Heu und Gras bei mir aus dem Silo zu verkaufen. Ja. Weil der Müller braucht das nicht. Wie, der braucht es nicht? Nö, sein Silo ist voll, sagte der.
Mit was? Mit beidem, Gras und Heu bei dem. Hä, der hat mir Anfang der Woche gesagt, er muss Gras machen. Ja, ich bin jetzt gerade, warte mal, ich rufe ihn dann sofort an und frage ihn, ob er Gras braucht. Wenn ja, kann ich ihm das ja hochbringen. Der hat gesagt, er müsste Gras machen. Ah ja. Ja, vielleicht hat er es auch übersehen, aber klär das mal. Alles klar. Ja, gut, wir hast ja müssen. gesehen, ich habe sie überwiesen, was rausgekommen ist zwischen Anhänger. Wir müssen auch mal gucken, nächste Woche, dass wir vielleicht Ding verkaufen vom Metzger. Fleisch Ja. und Würstchen. Mhm. Preis steht gerade eigentlich ziemlich gut. Aber ich weiß halt nicht, ob es zeitlich hinhauen würde. Ja, schon Jetzt richtig. noch die Ja, wenn ganze du sie. Action zu machen. Ja, wenn du die Sämaschine suchst, sie steht noch bei mir am Feld. Nee, brauche ich gerade nicht. Bin jetzt gerade doch am Überlegen, ob ich schnell mal zum Metzger düse. Nee, ich lasse es, glaube ich. Okay, nee, müssen wir Alles morgen klar. gucken. Gut, bis dann mal. Bis Tschö. dann, tschüss. So, kurz noch den Anhänger anhängen. So, dann hat der hier nämlich. Ist der hier fertig? Steht er parat, wenn der. Der Krüger den abholen will. Ich gerade mal nach. Klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Volker Varuna, Servus. Servus. Wie schaut's aus? Ich habe noch eine Bahn. Okay. Steht der Xeria noch am Feld? Ja, steht da. Ist der Schneider noch, Herr Müller noch da? Der musste kurz weg. Okay. Dann komme ich rüber. Okay. Sie können dann den Drescher zusammenpacken und zu mir einen Hof stellen. Ja. Da steht auch Ihr MB-Truck mit Anhänger. Okay. Dann kommen Sie von dort auch wieder weg. Ja, von dort wegkommen würde ich auf jeden Fall, weil mein Drescher ist jetzt auch hier. Dafür steht mein PKW oben. Okay. Ja, der Herr Müller hat ein bisschen lang gebraucht, weil sonst hätte man mit zwei Drescher gedroschen. Ja. Ja, manchmal ist er nicht so von der schnellsten Sorte. Ja, da kam noch eine Polizeikontrollator gemeint. Okay. Gut, ich komme gerade rüber gelaufen. Ja. So, gucken wir mal, wie viel hier noch reingeht. So. Er ist gleich voll. Der Anhänger scheint eindeutig zu klein. Ja, wie viel haben Sie noch drin? 6.696. 600. 6.600.
Ja, ich fahr kurz zum Hof. Sie könnten ja mit dem Rosselmesch schon mal mitfahren. Ja, kann ich das machen. Dann bringe ich sie gleich wieder her. Hä? Ja. Was? Nix. Ah. Sind, glaube ich, auf den Funkknopf gekommen. Na, kann gut sein. Was ist denn der? Nee, den Dinkel verkaufe ich jetzt mal nicht. Haben wir noch mal 60.000 im Silo, wenn der Preis wieder gut ist. Für 1.000 circa können wir das gut verkaufen. Da lohnt sich's. Ah, sind wir wenigstens wieder ein bisschen schneller unterwegs mit dem Xerion hier. So. Moin, moin. So, schauen wir doch auch gerade mal nach den Preisen, nach den neuen. Steak ist immer noch bei 722, das muss ich eigentlich verkaufen. Ups. Und? Ja. Hi. So. So, was kriegen Sie denn fürs Dreschen? Entschuldigung. Was kriegen Sie denn fürs Dreschen? Zweitausend, wenn es recht ist. Zwei. Ja. Ups, da bin ich zu weit gefahren. Es Dankeschön. soll ja angekommen sein. Dankeschön. Ja, ein bisschen Nachtzuschlag, ne? Möchte ja nicht, dass sie gleich wieder aufhören als LU. Jetzt muss ich wieder alles selber machen. Ach was. Theoretisch gedüngt habe ich. Ah. Hm?
Also können wir bestimmt sagen, ob wir jetzt das komplett versteuern muss oder nur das, was ich in Rechnung gestellt habe. Ja, eigentlich schon alles. Aber machen sie ja trotzdem mehr Gewinn. Ich frage bloß. Ja, ich weiß schon. Dass wir da gleich Probleme haben, Steuerhinterziehung oder so. Das könnte passieren. Opa. Jetzt wäre ich ihn fast über die Deichsel gefahren. Ah, Geld überweisen. Und ich habe dir gerade die 1300 überwiesen. Ah ja, danke. Bitte. So. Gut, dann danke ich erstmal schön. Bisschen Stroh liegt hier noch, aber das ist egal. Das, nicht das Feld war sowieso nur gepachtet. Muss mal gucken, dass ich demnächst noch ein zweites Feld kaufe. Aber brauche ich erst mehr Finanzen. Ja, das kenne ich. Na gut, okay, danke schon mal. Danke auch, tschüss. Ja, ciao. Super. Es war schon ein bisschen arg günstig mit den 4000, mit den 2000 Euro. Deshalb dachte ich, komm, gib's ihm nochmal zwei Bonus. Hat ja auch bis spät in die Nacht geschuftet. So. Dann fahre ich mal das Gespann hier zurück an den Hof. Und dann müsste ich auch mal in den Wald gucken. Da nehme ich aber auch den Xerion. Aber das seht ihr in der Folge morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen um 16 Uhr wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.